Was zur Hölle? Herzlich willkommen zurück zu My Summer Chaos. Ja, wir haben immer noch zwei Safe Games, also zwei Autos zu reparieren. Und fangen direkt mal an mit diesem Auto mit den unglaublich tollen Sitzbezügen. Dazu jede Menge Milch, Bier, Würstchen. Willst du mich jetzt herausfordern, ob ich das aufräume? Ich glaube nämlich nicht, dass ich das aufräume. Gut, ich trinke ein bisschen Milch. Denn wenn ich Bier trinke, treffe ich die Schrauben nicht so toll. Also trinke ich jetzt einfach deine ganze Milch weg. Ich hoffe, du kommst damit klar. Aber ich schmeiß sogar den Müll in den Mülleimer. Denn ich meine, zu Hause kann man herumsauen, wie man will. Aber wenn man schon mal zu Besuch ist, ein bisschen respektvoll umgehen. Na, eine Milch geht noch. 4 Liter Milch intus. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich danach noch bewegen könnte oder wollte. Oh. Okay. Jetzt pinkel ich hier noch rein und dann geht's gleich los. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was mit dem Auto los ist. Das bedeutet... verkabelt ist er, genau. Verkabelt habe ich die alle. Wir probieren jetzt einfach mal zu starten. Okay. Das kam unerwartet. Und da startet nichts. Fehlen ihm auch die Zündkerzen vielleicht? Das ist ja eine Sache, die gerne fehlt momentan. Und keine Zündkerzen. Okay, damit fangen wir an. Wir haben keine Zündkerzen, wir haben aber Bier auf jeden Fall. Hier liegt auch Öl. Ich glaube, ich werde mal eben einkaufen fahren. Wo ist denn... Wo ist der Van? Da muss ich jetzt echt mit dem Laster fahren. Mach's mich fertig. Okay, wir fahren mit dem Laster zu Daimo. Nein, viel besser. Das Boot liegt hier und ich glaube... Ist der Trecker unter Wasser? Der Trecker ist unter Wasser. Wie hast du das denn geschafft? Okay. Ich nehme das einfach mal so hin und fahre mit dem Boot, also mit dem Jetski, mal eben rüber zu Daimo. Und dann haben wir auch endlich den Van gefunden. Und Bier. Und Zigaretten. Und alles. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich hoffe, Timo hat jetzt geöffnet, denn es ist ziemlich dunkel eigentlich. Oh ja, Timo, du hast noch auf, mein Retter. Ich kaufe mal einfach alle Flüssigkeiten, bevor ich wieder blöd dastehe. Und davon auch was. Und Ölfilter und Zündkerzen. Ich glaube, Essen müssen wir nicht kaufen. Wir müssen auch eigentlich das da nicht kaufen, aber jetzt haben wir es schon drin. Ich glaube, ich kann nicht davon überzeugen, das doch nicht mir zu geben, oder? Warte mal. Haben wir vielleicht alles da, was wir... Nee, Zündkerzen nicht. Also man kann hier echt gut leben in deinem Shoptime, muss ich ja mal sagen. Gut, ich nehme das und das und bin wieder raus. Ciao, Timo. Fahren wir jetzt mit dem Van? Ah, es geht mit dem Boot so verlockend schnell, ne? Ich fahre mit dem Boot. Und dann drehen wir als erstes mal jetzt die Zündkerzen rein. So, die Schachtel schön entsorgen. Dann gucke ich nach Flüssigkeiten, nach Ölfilter und dann probieren wir nochmal ihn zu starten. Was zur Hölle? Was war das? Wieso hängt der Wagen an mir? Lass mich los! Das wollte ich nicht. Großer Gott! Ich habe dein Auto ein bisschen... Oh. Wo sind die Zündkerzen hin? Eine habe ich eingesetzt, glaube ich. So, jetzt haben wir schon mal 2 drin. Ich könnte natürlich jetzt einfach neu laden, aber das wäre ein bisschen witzlos, oder? Lalala. Jetzt sieht der Wagen auf jeden Fall ein bisschen mehr so aus, als wäre es meiner. Vom Zustand her einfach. Was ist denn hier alles? Oh mein Gott. Okay, die Windschutzscheibe passt da nicht rein. Okay, aber das ist ja halb so schlimm. Ich kletter mal hier durch. Oh Gott, alles ist abgefallen. Alles!
Ich drehe den mal wieder ein bisschen passend. Und nehme die Tür da weg. Oh, oh. Das sollte man nicht unbedingt bei einem Kundenfahrzeug. Also, oh, nicht auch noch gegenboxen. Das fehlt jetzt noch. Hui. Wo sind die anderen beiden Zündkerzen? Ich habe jetzt nur noch zwei wiedergefunden. Ich habe das ganze Wochenende jetzt damit verbracht, die Zündkerzen zu suchen. Weil man hier schlecht was suchen kann, wenn es hier so aussieht, habe ich... Ja, ich habe deine Einfahrt aufgeräumt. Aber lassen wir das mal nicht zur Gewohnheit werden. Die Sachen liegen zwar jetzt einfach da, aber Zigaretten liegen da hinten. Keine Ahnung, wo man Zigaretten aufbewahrt. Ich rauche nicht. Der Kühlschrank ist voll. Also Würstchen, Würstchen, Pizza, Macaroni. Hier hast du Bier. Und da links ist Milch und da unten liegt auch noch Essen. Das war... Ja. Es war ein schrecklicher Zustand. Hier steht übrigens ein Moskitospray und ein paar Kisten Bier habe ich einfach in meinem Haus verteilt, damit du welche hast. Ja. Jetzt habe ich aber auch endlich die Zündkerzen drin. Das Krasse ist, dass die Motorteile teilweise hier liegen. Also die Autoteile. Das bedeutet, ich werde jetzt die Zündkerzen festschrauben, den Wagen wieder komplettieren. Und dann... gucken wir, ob er endlich läuft. Und wenn ich hier gerade mal so in den Motor reingucke, sehe ich auch, dass die Steuerkette nicht ganz richtig sitzt. Also, hier, die Markierung passt nicht. Das müssen wir auch noch einstellen. Aber jetzt baue ich erstmal den Tank ein, weil ich ihn gerade so schön auf der Hebebühne habe. Denn das ist echter Luxus, diese Hebebühne. Wir können jetzt einfach hier so einen Tank einbauen und sehen die Schrauben. Die Leute, die meine Folgen öfters gucken oder das Spiel selbst spielen, wissen, wie schrecklich es ist, an diese Schrauben zu kommen. Ich habe den Wagen teilweise schon aufs Dach geschmissen, um da dran zu kommen. Und jetzt einfach so, ja, hier, wenn du jetzt noch den richtigen Schlüssel findest, guck hier einfach, zack, die Schrauben da rein. Das ist ein Traum. Wie gesagt, ich komplettiere den jetzt. Dann gehen wir noch an die Nockenwelle-Einstellung. Prüfen wir gleich mal, ob der sich starten lässt und wenn ja, ob er dann Probleme macht und wenn ja, dann welche. Die Karosserie wieder zusammen, er guckt ein bisschen schief. Stürzen wir uns hier ins Vergnügen und werden uns daran begeben, das hier auseinanderzubauen. Wir haben das ja schon mal tatsächlich von der Seite einfach dann eingestellt. Das heißt, die Sachen hier ausbauen und dann einstellen. Also das kennt ihr ja alles schon, das erspare ich euch. Wir sehen uns gleich beim Einstellen wieder. Wir sind da. Wir sehen was jetzt nochmal. Die Markierung muss dahin. Das ist ein gutes Stück entfernt. Oh, das ist die falsche Richtung. Jetzt echt dran vorbeigefahren. Ich dösel, ich habe nicht aufgepasst. So, jetzt muss man es ganz genau haben. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und dann alles wieder drauf. Dann können wir gleich tatsächlich versuchen zu starten nach 4 Tagen. Ich hätte das Auto ja auch nicht unbedingt durch die Gegend schmeißen müssen. Der Ölfilter hat tatsächlich gefehlt, also war es gut, dass ich mitgenommen habe. Und die Batterie fehlt auch. Aber da habe ich auch einen dabei. Also alles kein Problem. Jetzt Flüssigkeiten drauf. Batterie anklemmen. Und dann sehen wir mal... Ob er jetzt schnurren mag. Nein, Moment, das ist Wasser, das kommt hier in den Öl. Oh Gott. Da kommt das Wasser hin. So. Gut. Ich sollte vielleicht die Kupplung noch festschrauben. Ich sehe gerade, dass ich den hier angesteckt habe, aber nicht angeschraubt. Oh. Keine Angst, du kriegst den Wagen in heilem Zustand wieder. Also ich werde die Mesh-Safe-Datei einfach löschen. Und dann erstellt das Spiel eine neue und die ist dann heile. Mesh Safe speichert einfach das, diesen Schaden. Ich probiere jetzt diesen Wagen zu starten. Mal sehen. Wir haben Strom. Ja. Zuversichtliche Musik. Und... Er springt an, aber er bleibt nicht an. Ich weiß nicht wieso. Ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen warm laufen.
Bleibt er an? Ich glaube ja. Er klingt schon mal sehr gut. Also vielleicht waren es wirklich einfach die Zündkerzen und halt, wie gesagt, der Nockenwelle, das Nockenwelle-Rad war nicht richtig eingestellt. Ich denke, wir können die Haube schon wieder draufbauen. Vergaser kann ich jetzt nicht präzise einstellen, denn du hast die Zusatzanzeige nicht. Gott, wie das sitzt, ey. Okay, ich schraub das eben fest. Und gleich ist er warm, dann sehen wir, ob wir erfolgreich waren. Der Wagen ist jetzt fast warm. Ich wage eine Probefahrt. Ich habe jetzt tatsächlich nicht gespeichert, aber der läuft gerade auch wirklich so gut, dass ich wirklich sehr zuversichtlich bin. Moment mal, wieso kann ich die Moment. Ich habe die Controls noch nicht geprüft. Ich glaube, ich kann die schalten, weil er vielleicht keine... hat er keine Kühlungsflüssigkeit drin? Wäre ja mal wieder klassisch. Ach, ich bin aber auch blöd. Autoclutch ist nicht an. Das bedeutet, ich hätte Kupplung treten müssen. Ich bin Automatikfahrer im wirklichen Leben. Ihr müsst mir das verzeihen. Keine Angst, ich stelle dir das wieder zurück, wenn ich dir das Safe Game gebe. So, jetzt aber. Ah, Rückwärtsgang. Wieso fährt er nicht los? Jetzt sieht's wirklich komisch. Antriebswellen sind dran geschraubt, oder? Ja, Antriebswellen sind dran. Ich suche gerade nach der Kupplung, jetzt fängt der Keilriemen an zu quietschen. Ernsthaft? Jetzt noch nicht, der gibt gerade den Geist auf. Oh nein, 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 nein. Das kann natürlich sein, dass der hin ist. Aber wir können auch gucken, ob ich ihn falsch eingestellt habe. Denn ich drehe ihn eigentlich immer ganz fest. Und dann wieder ein Zahn zurück. Also ein Ticken. Vielleicht ist das aber doch zu fest. Gucken wir mal. Ich glaube, der gibt gleich den Geist auf. Okay, der Zahnriemen ist. Der Keilriemen ist gleich durch. Ist doof, aber kann ich jetzt nicht viel dran ändern. Was ist denn da los? Ich glaube, ich werde meinem Editor, also beziehungsweise mit dem Fehlerauslesegerät den Wagen durchjagen und gucken, was da los ist, wieso ich nicht schalten kann, warum das qualmt und warum das quietscht. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe den Fehler ausgelesen. Sehe auch gerade, dass der Wagen schon 340 Kilometer gelaufen hat. Was eigentlich ein bisschen wenig ist für das, was los ist, denn der Motor ist hin. Also zum Beispiel der Anlasser ist auf 5% runter, der Block auf 15 und sowas alles. Die Kolben sind teilweise auch auf 36, aber ist ja auch nur ein Drittel. Ich baue dir jetzt einen neuen Motor. Das bedeutet, der kommt raus. Ich habe auch jetzt gerade die Karosse repariert, ja. Die Mesh Safe gelöscht. Der Motor kommt raus, wird zerlegt, bei Fletari alles neu gekauft. Motor wieder zusammen, wir lackieren den in einer Farbe. Ich glaube, du kannst ihn nachher auch umlackieren, also so schlimm wird es nicht. Und dann sollte alles wieder gehen. Motor ist zerlegt. Ich habe übrigens gerade die Sprühdose, mit der ich den Motor lackiert habe, in die Garage gestellt, damit du die wiederfindest und sehen, was hier im Schrank liegt. Du hast die Kupplung noch nicht eingebaut. Nachdem es die neue Schwungscheibe gibt, vermutlich. Und deswegen konnte ich auch nicht kuppeln. Okay, also der Motor ist immer noch auseinander. Aber ich habe ein paar Teile ein bisschen blau lackiert, weil ich dachte, das sieht gut aus. Ich hoffe, es sieht gut aus. Es passt auch zu den Sitzen, fällt mir auf. Ja, es geht jetzt an den Zusammenbau und sobald der Motor drin ist, ich glaube, ich habe alles. Also der Motor ist drin, angeschlossen, Öl ist drauf, Wasser ist drauf. Jetzt müssen wir noch hier die eine Stromleitung neu ziehen. Zum Anlasser hin. Das Kabel liegt, glaube ich, in der Garage. Und dann haben wir wieder einen komplett neuen Motor eingebaut. So, die Schraube raus. Kabel. Kabel. Sehr schön.
Und das ist sogar schon angeschraubt. Ich hoffe, das ist gut. Ja, ich speichere jetzt und dann starten wir die Karre. Und in diesem wundervollen Interieur von finnischen Rennzeug versuchen wir jetzt die Karre nochmal zu starten. Das klingt ja jetzt nicht so gut. Ich vermute, die Ventile sind nicht eingestellt. Das hole ich noch schnell nach. Egal, was ich versuche, der Motor geniert die Luft. Und ich habe jetzt nochmal genau geguckt. Ich glaube, dieses Rad kann noch ein Stückchen nach rechts gedreht werden. Und vielleicht nimmt das Spiel das hier wirklich so genau. Okay, gucken wir mal. Ja, jetzt passt es wirklich besser. Habe ich jetzt wirklich um einen Zahn verpasst und deswegen eine Wasserflasche umgeschmissen? Nein, die Wagen hochgejagt. Okay, nochmal alles rein. Macht ja nichts. Für euch sieht es aus wie 2 Minuten. Für mich waren es 2 Stunden. Aber naja, dafür bin ich ja hier, ne? Nicht nur wegen des ganzen Spaßes. Ich habe gerade die Batterie ein bisschen langsam angeschlossen. Und jetzt brennt irgendwie ein bisschen der Wagen. Hat das schon mal jemand gelöscht gekriegt? Ich hab den Feuerlöscher, aber... Oh doch, doch! Ist das Geräusch noch da? Wie ist das Geräusch noch da? Was brennt denn noch? Was brennt denn? Also aus der Decke der Halle kommt immer noch Qualm. Aber der Wagen brennt nicht mehr. Achso. Ja, du solltest vielleicht deine Rechnung zahlen, sonst haben wir keinen Strom. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass der Wagen nicht funktioniert. Oder ob der jetzt nur schön verrußt ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich probiere den einfach mal zu starten gleich. Aber Flüssigkeiten müssen trotzdem drauf. Das ist sehr beruhigend, jetzt im Hintergrund die ganze Zeit dieses Feuergeräusch zu haben. Das ist ein Traum. Ich kann mir nichts Beruhigenderes vorstellen. Schwupp. Hallo? Nee, jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Hätte man ja aber auch erwarten können. Wir haben die Karre abgefackelt. Ja, schade. Da ich jetzt aber weiß, oder zumindest den Hinweis habe, dass es an diesem Rad liegt, habe ich es jetzt durch die Wand repariert mal wieder. Das ist gut, denn dafür muss man die Batterie nicht abklemmen und fackelt man nicht die ganze Bude ab. Ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt werde ich noch wahnsinnig. Wirklich jetzt? Das war's? Ich denke mir sonst was aus. Wirklich, ich habe Ewigkeit rumgefummelt. Ich habe den Editor halb durchgelesen, weil ich nicht mehr weiterkam. Weil immer dieser Motor explodiert ist und es war ein Zahn zu weit weg vom von der eigentlichen Position. Ein Zahn am Zahnrad. Kann dir mal eben den ganzen Tag zu einer lustigen Feuershow machen. Aber das ist gut. Gewissermaßen. Denn das heißt, dieser Wagen ist fertig. Und du kriegst dein Safe Game auch wieder. So. TÜV hat einer schon. Er ist jetzt auch verkabelt. Wie gesagt, bei dir auch wieder. Ich weiß nicht, ob du in der Beta spielst. Aber wenn, dann ist dein Auto jetzt verkabelt. Dann ist das nicht vorher schon wahr. Bei manchen Safe Games war es und bei manchen nicht. Ich habe momentan so viel noch nebenbei mit der Uni, ehrlich gesagt. Ich blicke nicht mehr unbedingt ganz durch, was ich vorbereitet habe. Denn an dieser Folge habe ich wirklich jetzt ein paar Tage gesessen. Nachdem ich die Antriebswellen festgeschraubt habe, sollten wir jetzt auch sogar fahren können. Gato Locos Werkstatt, das ist die schlimmste Werkstatt, die ihr euch vorstellen könnt. Wieso kriege ich da unten? Wo kommt ihr her? Wieso? Okay. Dein Wagen fährt.
dein Wagen ist fertig. Und ich habe sogar ein bisschen aufgeräumt, obwohl ich es eigentlich nicht vorhatte. Aber bitteschön, hier steht er. Ich räume doch eben das Öl und so weg, weil ich vermute, dass du die Hebel neben der Garage nicht hast. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Und danke für Safe Game. Da haben wir noch einen letzten Kunden für heute. Und da sind wir im dritten Safe Game, nee, vierten Safe Game angekommen. Meine Güte. Wir sind richtig fleißig hier. Und, oh, da hat jemand einen Skin auf dem Auto. Okay, die anderen Autos hatten einfach das Auto nicht lackiert. Jetzt ist hier tatsächlich ein Skin drauf. Das bedeutet, es ist mein Skin drauf, denn ich habe meinen in dem Ordner. Okay. Was stimmt mit dem hier nicht? Ja, ich muss zugeben, ich habe schon nachgeguckt, aber wir starten ihn trotzdem mal und gucken, wie sich das verhält. Der Generator und die Kipphebelwelle, also der Rockerschaft, sind im echt miesen Zustand. Wir sehen auch schon, dass die Batterie nicht lädt. Oder? Doch, jetzt steigt es langsam. Egal. Ich weiß, dass diese Dinge kaputt sind und ich werde die einfach mal gezielt ausbauen. Wir geben jetzt einfach mal vor, wir wären eine tatsächliche Werkstatt. Und nicht so der totale Pusher, der das Auto anzündet und durch die Gegend schmeißt und tanzen lässt. Mal gucken, ob es das einer glaubt. Denn, ja, ich habe im Editor nachgesehen, welche Teile defekt sind. Also im Prinzip habe ich mein Fehlerdiagnosegerät angeschlossen und das ausgelesen. Und deshalb weiß ich, dass dieser Generator, genauso wie Kippelwelle, die beste Zeit hinter sich haben und vielleicht noch als Dekoration für ein Wohnzimmer taugen. Aber mehr auch nicht. Genau, erstmal den. Und jetzt. Das ging auch schon mal besser. Moment. Der gute alte, ich setze mich einfach in den Motorraum-Trick. Ach stimmt, der ist oben auch noch festgeschraubt. Ich bin blöd. Moment. Das ist nicht nur die eine Schraube, sondern auch die da. Traumhaft. Da, den legen wir mal ganz dezent dahin. Und dann nehme ich noch den Rockerschaft hier oben raus. Und wenn war das dann wirklich, wenn es das schon gewesen, wenn es das schon war, wäre das ja ein Träumchen. Wäre es die schnellste Reparatur überhaupt, die ich je gemacht habe. Aber das habe ich bei der letzten Reparatur schon gedacht und dann ist das Ding in Flammen aufgegangen. Das war so auch nicht ganz fein. So. Und wie viel haben wir eigentlich? 7. Oh Gott, ich hoffe nicht 7 Uhr abends. Er ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Es könnte daran liegen, dass er noch nicht geöffnet hat. Oder schon wieder geschlossen. Naja. Kipphebelwelle neu bestellen, einstellen und dann nochmal starten. Dann gucken wir mal, wie der Wagen sich verhält. Allerdings ist es jetzt 7? Ich warte mal bis 8 und gucke, ob er dann öffnet. Ansonsten müssen wir schlafen. Wir haben eine Rückbank hinten drin. Wir können uns müde laufen, das ist nicht das Problem. Es war natürlich abends und jetzt haben wir die ganze Nacht durchgepennt. Und er ist da. Genau, gib mir. Nee, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ein Generator und eine Kippelwelle. Und gut. Gut, dass der Motor nur die ganze Nacht offen war, ne? Ja. Ich hole das Teil lieber mal hier raus, bevor der wieder schließt und dann liegt das Ding da drin. Da habe ich auch nichts bei gewonnen. So, jetzt wieder Festschrauben einstellen, wie gesagt, und dann Probefahrt. Das Beste daran ist, wir haben kein Öl abgelassen und auch kein Wasser. Das bedeutet, wir können jetzt einfach starten. Keine Sauerei. Also dreckige Finger bestimmt, aber keine Sauerei. Das ist schon mal nicht schlecht. Hey. Ja, nee. Und starten. Oh, der nagelt aber. Ich glaube, ich muss das Ventil nochmal einstellen.
Ich habe sie jetzt per Hand eingestellt, wie ich das normalerweise mache. Ich kann sein, dass ich dabei verstellt habe. Ich gehe mal kurz in den Computer und stelle es ein. Ich habe mich verdreht an ein Ventil. Das ist halb so schlimm. Lassen jetzt eben warm laufen. Können ja auch mal gucken, wenn wir jetzt hier endlich mal ein Auto mit anzeigen. Öldruck ist vorhanden, Wasserdruck baut sich langsam auf. Ja, sehr gut. Da sind Reifen fertig für dich. Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Das ging jetzt sehr schnell hier. Im Endeffekt war einfach dein Generator und Kippelwelle kaputt. Wenn ihr selbst mal gucken wollt, welche Motorteile kaputt sind, geht auf. Ihr öffnet den MSC-Editor. Der Link dafür ist in der Beschreibung. Links zu allen Mods, die ich benutze und auch Hilfsmittel, die ich benutze, sind immer in der Beschreibung. Den Editor öffnet ihr. Ihr wählt dann aus mit Datei öffnen die Default 2 so und so File. Ich schreibe das hier hin. Genau, so heißt die Datei. Und die ist in diesem Pfad, steht hier auch. Und dann sucht ihr da drin in dem Suchfeld nach WEAR. W-E-A-R. Das ist quasi Abnutzung. Und dann könnt ihr einfach mal die Sachen durchklicken. 100 ist 100% und 0 ist halt 0%. Also je höher die Zahl, desto besser ist es. Also bis 100% hört es dann halt drauf. Und dann könnt ihr da einfach entweder rausfinden, welches Teil kaputt ist und das tauschen, wie ich jetzt gerade, oder ihr könnt auch 100 eingeben und dann speichern. Das geht auch. Okay, wir begeben uns kurz auf eine Probefahrt, aber ich denke, der ist jetzt fertig. Temperatur stimmt jetzt auch. Wir haben Wasserdruck, wir haben Öldruck, die Batterie wird geladen, wir können die Choke wieder zurückschieben und unsere Probefahrt fahren. Ja, schon wieder. Jemand, der nicht Autoklatsch anhat. Und oh, du fährst mit Lenkrad. Gut. Und der Wagen fährt. Ausgezeichnet. Das Gute ist, egal was ich jetzt mache, das Safe Game ist schon gespeichert mit dem heilen Motor, denn ich speichere immer, nachdem ich was geändert habe. Bevor ich die Probefahrt starte, denn das ist um einiges klüger. Okay, damit beende ich dann diese Folge jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Loco.